So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Und ich muss euch erzählen, wie doof ich bin. Ich hatte doch letztens gemeint, so, ja, aufladen und so weiter. Ich muss mein Gerät aufladen und dafür, dann kann ich nicht spielen dabei, weil das Kabel halt zu kurz ist. Das Aufladekabel von der Switch. Ja, dann kam ein Kommentar von Counter. Das Aufladekabel von der Switch ist doch nur ein USB-C-Kabel. Du musst dir doch nur ein längeres USB-C-Kabel kaufen. Und schon kannst du die Switch aufladen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wie doof bin ich eigentlich? Ich habe drei lange USB-C-Kabel. Ich habe drei lange USB-C-Kabel für mein Handy. Für mein Handy und für meine Powerbanks. Und das habe ich sogar hier direkt am Laptop. Direkt hier am Tisch. So, und ich kann jederzeit. Wie blöd kann man manchmal sein, ne? Ich kann jederzeit einfach hergehen und sagen, hier. Zack. Und schon lade ich das Ding auf. Das, wie doof kann man sein, dass man da nicht dran denkt? Oh, apropos, läuft das nicht im März aus? Ja, RIP. Ja, RIP hieß es nicht. 1. März ist das hier durch? Wir haben den 1. März. Oh, ich sehe gerade was. Ach ja, der David, genau, der David Tendo hat mir geschrieben, dass er hier Dings haben möchte. So, hier, zack, machen wir das doch gleich live. Das ist jetzt reiner Zufall, aber machen wir das doch einfach gerade live. So. Wie gesagt, ich hab genug Platz, mir ist das völlig wurscht. Wenn ihr da gerne drauf wollt, schickt mir Anfragen, ich nehme sie an. So, ja, aber das mit dem USB-C-Kabel. Also da war vorbei bei mir. Da war vorbei bei mir und ich merke gerade, ich habe vergessen, mir die Kopfhörer im Moment. Ich muss ganz kurz. Ich muss ganz kurz hier. Geht gleich los. Professionell LP hier wieder am Start. So. Etza. Wir haben vor uns einmal Hauptmissionen natürlich, aber auch ganz viele Nebenmissionen noch, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ach, und ich wollte mir einen Guide holen für die Truhen, habe ich noch nicht gemacht. Also für die Truhen dauert noch ein bisschen, bis da ein Guide kommt. Bis wir das mit Guide dann klären. Wo sind jetzt noch Nebenmissionen? Haben wir doch schon alle aktuellen Nebenmissionen? Nee, da ist auf jeden Fall eine. Dann machen wir in jedem Fall die hier. Die kann ich doch bestimmt auch mit anderen. Ja, sehr, sehr gut. Nun ist es Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ja, alles klar, ist okay. Auf geht's. Also Crocs würde ich gerne möglichst ohne Guide erstmal suchen, aber Truhen würde ich vor allem halt in Leveln, in denen wir schon 3 Millionen Mal drin waren, ne? Da möchte ich eigentlich nicht nochmal jetzt aufs neue Truhen anfangen zu suchen. Weil ich mir Truhen irgendwie fast noch einfacher vorstelle als. Ich bin da echt. Boah, jetzt hängt hier mir alles runter. Ich bin da echt verwirrt, wo da noch Truhen sein sollen. Wir könnten ja spaßeshalber mal ein Level durchlaufen und da gucken, ob wir Truhen finden oder nicht, ne? Aber ich bin da echt. Irgendein kurzes, wo uns noch Truhen fehlen, wo ich das Gefühl habe, hey, da nochmal durchlaufen, richtig Bock. Yo, das ist die komplette Stage. Besiege die Truppen, aber wir sollen einfach alles ummöbeln. Dann möbeln wir einfach alles um. Hey,
Das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Das Feuer hat sich ausgebracht. Ach so. Okay, Impa. Du machst mal darüber. Oh, nee, vielleicht nicht zum Leune. Moblin. Okay, Impa, du machst mal darüber. Oder Impa geht schon mal hierhin vor. Nee, das ist ein Hinox. Dann soll Impa schon mal dahin vor. Hallo? Wieso kann ich Impa nicht sagen, wo sie hin soll? Ach so. Wieso geht der Bereich denn nicht? Ist da noch zu oder was? Es geht nur hier rum. Ach! Haben wir eine feste Route? Ach so. Hier rum ging es auch? Ah, da ist zu. Ah, weil die Tore zu sind. Okay, wir haben eine feste Route. Ja, dann hat sich's eh erledigt. Ja, sagte er und läuft in die falsche Richtung. Stabiler Mann. Richtig stabil hier wieder, was ich mache. Vielleicht sollte ich mir die große Karte aufmachen. So, ich muss nach hier lang. Hier rum muss ich. Okay, das Coole ist ja, die Stage hat eh schon gebrannt. Wahrscheinlich sieht es jetzt einfach noch ein bisschen cooler aus. Bin sehr gespannt. Oder sie haben einfach den gleichen Stil genommen. Kann natürlich auch sein. So, hier ist jedenfalls Nummer 1. Moin. Das war dumm. So. Okay, mit jedem, den ich besiege, bekomme ich etwas mehr Zeit, was sozusagen das Feuer symbolisiert, was hier brennt. I see. Das Feuer breitet sich dadurch weniger aus. Aua. So, den Vorposten muss ich erobern, weil sonst geht das Tor nicht auf. Was war das denn jetzt? Wer wirft denn hier mit Bomben? Und wann kommt der Große? Da. Tschüss. Halt. Ich weiß halt nicht, ob diese tun, aber die tun gehen ja eigentlich automatisch immer auf, ne? Ich weiß nicht, ob die... Die können eigentlich nicht dazu zählen, ne? Weil das wär komisch. So viele Feuergegner hier. So, nächster Moblin kriegt auf die Mütze. Oh ja, erstmal krieg ich auf die Mütze. Guter Angriff. Oh, das reicht nicht mal. So. Habe ich jetzt die Kisten von ihm bekommen oder nicht? Ah, der hat gar keine Kisten gedroppt. Ah, kann ich nicht kontrollieren so. Oh, die Musik ist so gut.
Das ist alles die falsche Taste. Wow. So. Maruf. Aber zum Beispiel in so einer Stage, ne, da haben wir ja ewig schon nach Crocs gesucht. Da nochmal Kisten suchen. No way. Und da ist die schöne Musik weg. Nur wegen dir, Witzbold. Dabei kannst du überhaupt nichts. Kein Grund wegen dir die Musik zu wechseln. Oh. So. Ui, zack. Ach man, ich treffe halt nicht. So. Und tschüss. Und wir gehen wieder auf 5 Minuten hoch. Okay. 'Wir haben dich unterschätzt. Ja, alles klar. Na komm. So, mein A ist auch gleich wieder voll. Aber ich würde es mir für den Hinox für den Leunen aufsparen. Aber der kommt, glaube ich, auch gleich. So, Abflug. Kann ich ihm bei jetzt eigentlich mal vorschicken? Impa ist immer noch da, weil ich sie dahin geschickt habe. Ja, moin, die hat überhaupt nicht mehr mitgemacht. Ich bin auch dumm, ey. Ja gut, dann bevor Impa dort ist, bin ich dort. Lul. Das war natürlich auch... Naja, ist egal. Die Mission ist eh einfach. Alles kein Problem. So. Und noch ab zum Leunen. Hui. Zack. Ja, das hat sich gleich erledigt hier. Tschüss.
Ich sag ja, einfach. Very easy. So, ich hoffe, da war kein Krog auf dem Weg oder so. Es wäre ärgerlich. Sehr ärgerlich. Dunkelhose. Okay. Da endet die Runde auch schon. So, wir können gleich wieder Honig kaufen. Genau. Da können wir auch was kaufen, was wir brauchen. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, was es war. Aber scheinbar waren es Schleichwürmchen. Ah, damit geht jetzt eine Mission. Und zwar die da. Mission aber halt, ne? So ein Freischaltding. Ich muss noch stärker werden. Jawohl. Und die geht immer noch nicht. Gut. Mein Roboter zeigt mir schon die nächste kleine Mission an. Eskorte für den Prinzen. Achso, ich wollte gucken, ob hier Krog waren. Ach, welche Mission waren das jetzt? Ach, scheiße. Kein Krog, okay. Wo ist die Eskorte? Da. Okay, auf geht's. So. Genau. Muss ich ihn eskortieren? Ah. Oh. Fantastico. Ach, die Truppen des schwarzen Mobflints wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Das hätte ich überhaupt nicht mitbekommen. Schön, dass mir das mitgeteilt wird. Hui. Wo ist jetzt das große Ding hin? Da. Hui. So, dann gehen wir mal weiter, wa? Och, Sidon. Kämpf halt nicht, komm halt einfach mit. Muss dann nicht jeden einzelnen von den Witzbolden da jetzt angreifen. So, komm. Hier. Sidon. So, jetzt auf. Der ist kaputt, komm jetzt. Oh mein Gott. So, komm, auf. Sidon! Okay, dann räumen wir halt alles weg, was im Weg ist.
Auch wenn er nicht verstanden hat, was Prioritäten sind. So, haben wir es hier? Ja, jetzt läuft er los. Ja, okay, alles klar. Mhm. Jetzt ist er so like, wieso kommst du nicht? Gut. Wir gehen nicht da rein. Wir gehen nicht da rein. Sidon, wir gehen nicht da... Mach doch deinen Scheiß alleine. Warum den Weg ohne Monster lang gehen? Wenn man auch den Weg mit Monstern lang gehen kann. Alter, echt. Unglaublich, der Kerl. Gott, sind diese Eskortiermissionen nervig. Normalerweise muss man die ganzen kleinen Gegner überhaupt nicht erledigen. So, komm jetzt. Da ist nichts mehr. Oh, ich will gar nicht... Ja, war klar. Ja, komm. Treffe ich beide? Nice. Ich wette, da unten kommen jetzt wieder die Hinoxe, die wir eh schon kennen. Komm. Sidon, ab. Das ist Luft, die brauchst du nicht schlagen. Naja, oder ein Leune halt, meinetwegen auch das. Ich bin zu langsam für die Eis immer, ne? So. Aber so geht's ja auch. Das war nicht, was ich wollte. Ich schaff das nicht. Toll. So, da fehlt nicht mehr viel. Einmal zack. Ach so, das war's schon. Ja, gut, auch in Ordnung. Auch okay. Nehmen wir mit. Ist in Ordnung, kein Problem. Aber diese Eskortiermissionen, oh mein Gott, ey.
Gardeschwert, Garde-Zweihänder, Mobkeule. Leider kein EP-Ding. Ach, Mano. Wenn man jetzt halt wieder wüsste, was mehr EP gibt. Leider zeigt es halt einfach nichts an. Man kann nur so ein bisschen schätzen. So. Eieieiei. Jetzt können wir wieder Honig kaufen. Dann haben wir bald das da oben auch. Aha. Aber erst gibt es zwei neue Missionen. Na, fantastisch. Hi. Kann mir nichts Schöneres vorstellen, als zwei neue Missionen zu bekommen. So. Haben wir jetzt genug? Yes. Damit ist die aktuell letzte Upgrade-Mission, die ich mit dem Sensor eingestellt habe, auch erledigt. Das ist doch auch wieder was wert. So. Dazugekommen ist... ein Krog. Rettung des Dorfs der Zora. Machen wir es sofort, weil ich direkt den Krog suche. Bevor ich das nämlich vergesse, dass es hier einen Krog gibt. Auf geht's. Komm, wenn wir schon Dorf der Zoras retten, retten wir das Dorf der Zoras auch mit Mipha. Ich möchte für alle nur das Beste. Ja, genau. Und deswegen spielst du jetzt auch mit. Zumindest als Zweitcharakter. Also Krog. Ein Krog muss sein. Einen Krog müssen wir finden. Ich hoffe, die ist jetzt nicht die größte Welt. Ich hoffe, die haben es etwas reduziert. Weil sonst suche ich mich wieder dumm und dämlich. Wenn es nämlich das komplette Zora-Gebiet ist, dann gute Nacht. Ja, weil es dann nämlich auch dunkel ist. Versteht ihr? Ha. Es sieht reduziert aus, oder? Ich meine ja. Ich glaube, es ist reduziert. Ja, der hintere Teil fehlt. Also noch, vielleicht kommt aber noch Leute dazu. Ja, es dürfte nicht dazu kommen, glaube ich. Und was ich jetzt als erstes mache, ich laufe zurück. Ich laufe da den Gang nach oben zurück. Weil das ist für mich so die erste... Da muss ich nie hinlaufen. Da werde ich nie hinlaufen müssen. Da ist für mich der Krog. Hier auf dem Weg ist für mich irgendwo ein Krog. Das ist meine Prediction. Ha! Es ist zu durchschaubar. Sehr schön. Und Abflug. Haben wir den Krog schon gefunden? Perfekt, nur noch die Mission spielen. Hä? Es rutscht halt runter. Jetzt habe ich noch ganze 4 Minuten für 5 Vorposten, oder wie sehe ich das? Cool. Das wird interessant. Aber vielleicht kriegen wir auch wieder Zeit dazu. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen.
Aber an sich geht's ja auch schnell. Okay, wir kriegen keine Zeit dazu. Ist in Ordnung. Kann ich Mifa zu irgendeinem hinschicken? Oder sind die alle schon... Sind die alle noch nicht begehbar? Ah, Mifa... Wo ist denn Mifa? Ach, da drüben startet... Ja, dann ist ja Mifa kurz gerade bei einem. Dann kannst du ja hier sich austoben. Okay, mein A ist voll. Einfach ab nach oben. Moin. Und tschüss. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, aber da geht's nicht weiter. Wie sie einfach stehen und warten, dass ich dran vorbeilaufe. Vollidioten, ey. Soll mir recht sein. So. Und tschüss. Oh nein, da ist ein zweiter. Ich habe das nicht gesehen. Ah, dann hätte ich es besser getimed. Ach, so ein Käse, echt. Ah, ich habe beide erwischt. Auch gut. Auch gut, wenn ich beide erwischt habe. Alles bestens. Was will ich denn mehr? So, die Truhen gehen automatisch auf und bringen mir mein Zeug, oder? Ja. Scheinbar ja, okay. Weil manchmal hat man halt die Option, die aufzumachen, aber ich glaube, die machen halt auch von selber sich auf. Alter, die Zeit! Jetzt mal ein bisschen Gas hier. Ich meine, ich habe gut fast eine ganze Minute verschwendet, um den Krog zu... Ach so! Das ist ja blöd. Ja, ich bin ja dabei. Könnte ein bisschen knapp werden allerdings jetzt. Das Ding schon aufgetaucht? Ja. Genau, kühl dich mal ab, Kollege. Okay, perfekt. Geht dabei jetzt das Tor vor Link auf? Wo ist er denn hin? Wieso ist er denn jetzt wieder zurückgelaufen? Nee, das geht dann noch nicht auf. Scheiße. Okay, schaffe ich nicht. Überlasse das mir, Link. Ja, ist doof jetzt. Er ist jetzt ein bisschen doof. Zeitlich gelaufen. Ja, aber auch keine Zeit. Ich muss die zwei Posten mit Mifa machen. Weil die Tore nicht aufgehen. Ja, dumm. Ja, wirklich. Habe ich den Krog jetzt gesammelt oder muss ich nochmal hoch? An sich dürfte er nicht gesammelt sein, ne? Ich muss den nochmal holen.
Also der gehört mit zur Zeit dazu. Ja, stabil. So, aber jetzt kann Link nämlich bis hierhin laufen. Und während Link da hinläuft, machen wir mit Mipha das hier. Das ist doch mal strategisch, oder? Das ist doch mal strategisch. Und wenn nämlich Mipha ihr Tor auf hat, wechseln wir zu Link zurück und den Weg, den sie dann zurücklegen kann, den kann sie off-camp zurücklegen, während wir mit Link die nächsten Missionen machen. Haha. Das ist Strategie. So macht man das. So, Link ist jetzt nämlich gerade dort angekommen. Und wir haben hier den ersten erledigt. So, dann kann jetzt nämlich Mipha dahin laufen. Und wir machen mit Link hier weiter. Da. Dreh dich halt in die richtige... Oh mein Gott. Flupp. So, weiter. Jetzt könnte ich den Weg theoretisch wieder selbst, wieder off-cam laufen lassen. Aber da Mipha ja eh noch nicht dort ist, ne, da läuft sie gerade noch hin. Jetzt ist sie ja gleich dort. Gleich ist sie dort, aber wir sind auch erstmal beim zweiten. Genau. Und den möbeln wir einfach so weg. Alles kein Problem. So, und jetzt kann nämlich Link hierhin laufen. Und Mipha ist ja schon hier. Und kann einfach hier aufräumen. Ja, dann verlier halt auch nicht. Es kann so einfach sein, Mipha. Einfach nicht verlieren. Genau. Ab dafür. Prima. Link macht jetzt den Rest. Ja, easy. Und das war's. Für beide. Sehr schön. Das war aber eine schöne Mission, um mal so ein bisschen Zeitmanagement auch einzuüben, ne? Mit den Geschichten. Okay. Oh, ich weiß nicht, was ich noch verkaufen soll. Bei den meisten Sachen will ich halt erstmal gucken, was die so als EP geben. Ne? Das ist das Ding. Ich denke, wenn ich so ein Königsschwert gibt, mehr EP als so ein Soldatenschwert. So, wir verkaufen mal das hier. So. Und dann gehen wir mal schnell Masterschwert leveln. Beziehungsweise das machen wir im nächsten Part. Wir leveln im nächsten Part das Masterschwert. Ich höre jetzt wieder auf. Reicht schon.
gucke nur kurz, ob noch eine neue Mission dadurch kommt. Nope. Grog haben wir auch gesammelt. Alles gut hier. Dann müssen wir nur mal kurz gucken. Hier war die andere Mission. Da gibt es keinen Grog. Escort. Oh. Gut, eskortieren tun wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.